Eindrücke vom Château Bourges, wo wir jetzt versuchen reinzukommen. Weg zum Kassenhäuschen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Erste zehn bis zwölf, 14 bis 17. Vom April bis Oktober. Ja, es geht nur mit Führung. Führung dauert eine Stunde, ist leider nur auf Französisch. Es gibt auch keinen. Gibt leider auch keinen Guide in Papierform. Oh, das Orangerie und ein Riesengarten. Oh, schaut mal, zwei Sonnenuhren. Nummer 1, Nummer 2. Ich denke mal, das hier sind so wie Stallungen. Genau. Alte Stallung. Boxen, Pferdeboxen. Mit Namen. Hier Feuerspritzen, Kutschen. Hier mit Fernlicht. Achsensäure. Das ist die Garage der Hippomobile. Gerade im Garten, auf dem Weg zum Garten. Hier stehen sehr alte Buchsbaum- und Kirschlorbeerpflanzen. Die sind ja schon also verholzt. Das sind ja schon Bäume. Warum haben wir nicht so einen Garten? Hm? Château von hinten.
faszinierend sind in den Garten immer die alten Bäume und auch Bäume, die man nicht so oft bei uns sieht. Und es ist alles gepflegt. Und da hinten ein riesengroßer See. Mammut. Ist ja auch wieder da. Und die Häuser für die Knechte. Denke ich mir mal, warum das? Ein bisschen Technik drin. Ah, da sieht man es. Oh. Da noch ein Mammutbaum. Auf dem Weg zur Führung. Also man kann das Schloss, wie gesagt, nur mit Führung sich angucken. Die Wasserspiele. Das ist hier so die Zufahrtsstraße oder Allee. Und die geht ja da hinten auch noch weiter. Da ist zwar keine richtige Straße mehr, aber man sieht ja die Allee noch. Wie die mal angelegt war, ja. Ehrenzimmer genannt. Reich verziert. Möbeln, alles gefliest, zwei Büsten über jeder Tür sind Gemälde, eine Uhr, Ludwig der 15. Ein Tisch, so wie sie gesagt hat, zum Wild zubereiten. Gästezimmer für Gäste in der letzten Minute. Auch wieder reich verziert. Deckenstuck. Zimmer. Das zentrale Treppenhaus. Und mit Deckenlicht. Thank you.
Bibliothek mit reichlich Büchern. Verzierung. Zum Hochgehen. Schön verzierte Fensterriegel. Lesestuhl. Spielzimmer. Verziert. Stuck. Spieltisch mit wechselbarer Tischplatte. Das Zimmer der Damen. Mit einem Tisch, der 10 abschließbare Fächer hat, hatte jeder seinen eigenen Schlüssel. Jeder der Damen hat einen eigenen Schlüssel für ihr Fach. Ansonsten wird er schwer verziert. Mit Ausblick auf den Brunnen oder auf das Wasserspiel. Das ist das Esszimmer. Alles mit schweren Mahagonimöbeln. Der Tisch kann ausgezogen werden, sodass 30 Personen Platz finden. Drum die vielen Beine, die da zusammenstehen. Da sind ja 3 Beine zusammen. Die kann man ausziehen, den Tisch. Da sieht man 3 Beine nebeneinander. Kamin. Und Jagd ist wieder dabei. Und man beachte, die Jagdhunde sind nicht kopiert. Alle langen Schwanz. Das ist ja so ein Einschenktürme. Sind das? Kann man die Gläser unten hinstellen, oben die Flasche und dann kann man da alles einschenken. Ja. Jetzt geht's hoch. Schwere Wandteppiche. Das Webzimmer. Ein
Thermometer hängt ja in der Wand. Und Thermometer unten. Toilette in der Ecke versteckt. Weiteres Schlafzimmer. Für Gäste wieder mit der Heimtür. Verschiedenen Spiegeln. Der Marconi-Schränke. Schlafzimmer der Besitzerin. Waschbecken sogar hinterm Schrank und hier drüben, da waren bestimmte Sachen drin. Klostuhl, ein kleines Schlafzimmer, davor mit einem Bad. Der Toilette. Hier das Papageienzimmer. Als Kinderzimmer gedacht.
das blaue Zimmer. Mhm. Okay. Und jetzt geht's runter in die Küche, das letzte. Okay. Extra Schlafecke. Und von da aus kann man hier in das andere schlafen. Ach, hier ist noch ein Bad. Und da ist dann ein Durchgang zum dem Schlafzimmer, bestimmt für Angestellte. Aber eben schon mal. Ja. Letzter Eindruck.